Ja, zwei Rennen stehen noch aus, und zwar Brasilien und Abu Dhabi. Und ein Ziel haben wir noch, und zwar einen gewissen Herrn Lewis Hamilton in der WM noch zu schlagen. Die Voraussetzungen im Qualifying sind dafür bestens. Das sind die besten Voraussetzungen für ein gutes Training, hoffentlich diesmal. Nicht so wie letzten Part. Vorletzten Part, Entschuldigung. Wo ich das Training sausen gelassen habe. Ich habe schon 832 Führungsrunden, das ist interessant. Drei saubere Rennen, das muss man mir hoch anrechnen eigentlich. Sonst gibt es nie saubere Rennen von mir. Aber wir denken erstmal über das Wetter nach. Und ich sehe 2x0 und ich sehe einmal 96%, sprich 100. Wir nehmen das Standard-Setup. Wir fahren hier mit Medium und Hard, was eigentlich nicht richtig ist. Unterbietet über 500 der Zeitvorgabe, während du einen neuen Frontflügel testest. Zielzeit gesamt 7 Minuten 18 Sekunden und 128. 182.000. Meine Güte nochmal. Erhöht den Abtrieb auf der Vorderachse um 5%. Das ist eigentlich ein Ziel, was ich gerne hätte. Bedeutet weniger untersteuern. Und ja, den Bug kennen wir schon. Ich krieg die Krise, ey. Ich benutze jetzt trotzdem mal die Rückblende. Ich wollte jetzt eigentlich drücke Taste 9. Oh, was ist denn hier die Taste 9? Nein. Nein, das ist 2, das ist 1. Das ist die 9. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Ey, was ist denn das eigentlich für ein komischer Bug? Ganz ehrlich, den kenne ich nicht. Ah, jetzt gibt er mir frei. Ach ja. Ey, es ist unfassbar. Das kann ich schon wieder in die Kategorie Bugs einsortieren. Nur, ich brauche es gar nicht einsortieren. Ich hatte schon so einen Bug in. Ihr erinnert euch, genau. Deutschland! Heimatrennen. Und ja, was war jetzt mein Thema? Ach ja, Valencia sollte zurückgehen. Genau, Valencia mit Hilfe von Singapur. Jetzt kommt ja bei mir die Frage auf, braucht man Valencia? Brauchte man die Strecke unbedingt? Also ich fand die Strecke eigentlich an sich nicht schlecht. Hatte aber auch was Besonderes, wenn ich an die letzte Kurve zum Beispiel denke. Und das war es aber auch schon. Also sowas Besonderes wie Monaco mit dem Tunnel gibt es nicht. Die letzte Kurve ist jetzt für mich nicht oder nicht so aussagekräftig, dass ich sagen würde, das ist jetzt ein Highlight. Hier bremse ich noch zu spät. Aber so wirklich das große Highlight gab es jetzt leider nicht auf dieser Strecke. Deswegen traue ich diese Strecke auch nicht hinterher. Obwohl doch, die Besonderheit war die Brücke. Genau, die Besonderheit war die kurze Brücke, aber naja. Ich erinnere mich auch noch an den schweren Abflug von Mark Webber. Das war auch noch mal was. Da erinnern sich wahrscheinlich auch noch einige von euch dran. So, diesmal haben wir hier aber auch ein. Endlich können wir mal wieder Zeitenvergleich anstellen in Training. 4100 Abonnenten habe ich auch schon. Ich bin überlegen, ob ich da wieder ein Abonnenten-Special rausmache. Oder ob ich erst wieder bei 5000. Aber ich glaube, bei 5000, da brauche ich noch so ein bisschen. Es sei denn, F1 2015 gibt mir wieder den Schub, was mir eigentlich jedes Spiel gegeben hat. Jedes Formel 1-Spiel hat mir einen Schub gegeben, wenn ich es neu Let's Played habe. Vielleicht auch mit 2015. Apropos 2015, ich habe die Grafikkarte mir mal angeguckt, die empfohlen wird. Das ist die GTX 970. Da denke ich mir über eine 670er. Da kommst du aber echt nicht weit. Das heißt, ich bin was heißt, ich bin gezwungen? Bin ich gezwungen, meinen PC aufzurüsten dadurch? Ja. Also für meine Verhältnisse sage ich ja, ich bin gezwungen, meine Grafikkarte noch vor Juni aufzurüsten. Gut, ich hatte meinen PC eh vor aufzurüsten in Form der Grafikkarte. Nachdem ich das vorhin gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja super, bester Zeitpunkt eigentlich. PC wird 2 Jahre alt und dann heißt es gleich für dich, du brauchst eine neue Grafikkarte. Ja, wunderbar, habe ich mir nur gedacht. Das Mainboard auszutauschen ist nicht so ohne. Also eine Grafikkarte ist natürlich deutlich einfacher auszubauen als jetzt das komplette Mainboard, weil das Mainboard ist das Herz eines Rechners. Und diese 5 Runden, die ziehen sich eigentlich schon wie Kaugummi. Hier, da muss man das Auto, ich muss das Auto rollen lassen in der Kurve und hier ist jetzt erstmal großes Verkehr. Okay, Nico auf Platz 7, da sehe ich einen Ferrari, ich habe auch einen Mercedes da gesehen.
Und ein Toro Rosso da vorne. Was sehen wir da noch, meine Augen? Ein Sauber sehe ich da noch. Ich glaube, der zweite Ferrari, oder was ist das? Hamilton ist auf jeden Fall in diesem Verkehr. Das heißt, Hamilton Zeit können wir gar nicht für voll nehmen. Hamilton auf der 19. Da fliegen Teile. Die Frage ist jetzt, wer hat jetzt hier Teile verloren? 3 können Teile verloren. Okay, Red Bull Doppelführung. Ricciardo dreht nochmal auf. Ja, man merkt deutlich das stärkere Auto von uns. Gut, den Sektor kann ich aber noch für voll nehmen. Aber nicht, wenn ich hier so weit rauskomme, dass ich ein bisschen gegenlenken muss. Dann ist die Runde eigentlich auch schon wieder halb für den Arsch. Und der Kampf hier vorne ist auch halb für den Arsch. Aber das ist nett, dass ihr mir in die Tür offen lässt. Kollision zwischen Sutil und Hamilton. Ja gut, man muss dazu sagen, die Strecke ist relativ kurz. Und wenn eigentlich viele Autos draußen sind, aber das ist nicht der Fall. Es ist nur momentan so, dass wir alle auf einen Fleck fahren. Also wenn ich jetzt nach vorne gucke, da kommt lange Zeit erstmal gar nichts. 2/10 für immer auf Hamilton. Was macht denn der Red Bull da? Ja, kein Kommentar. Also Q1 noch unter strahlendem Sonnenschein jetzt nicht, aber stark bewölkt. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich gleich das Rennen aufnehme. Muss ich mir echt überlegen. So, dann wollen wir mal kurz gucken. 88%. Da würde ich mal ganz schnell sagen, gib mir die weichen Reifen und ich will raus. Dann üben wir nochmal die Boxengasse Ausfahrt. Und da habe ich mir das klassische Untersteuer gemerkt. Dieses Boliden. Früher hatte ich immer Panik, mal manuell zu fahren. Mittlerweile ist das echt drin. Also das ist wirklich ins Fleisch übergegangen. Und wenn ich an meine Anfänger denke, da kann ich euch immer nur motivieren. Das ist echt ein Motivationsschub. Ich habe auch wirklich mit allen Pfeifen angefangen, mit ABS. Ne, gut, mit ABS jetzt nicht, da hatte ich noch nie Probleme mit. Aber mit Traktionskontrolle habe ich auch angefangen. Also, und da sieht man, wenn man dran bleibt, dann kann man auch viel erreichen. Gerade die älteren Abonnenten, die ja schon länger dabei sind, ich glaube, die erinnern sich noch richtig gut an meine Anfangszeit. Ja, also wie ich angefangen habe, als Let's Player oder gerade Formel 1 Let's Plays zu machen, da bin auch am Anfang nicht auf Legende gefahren. Also das hat man sich so erarbeitet und Bianca hat sich gerade erarbeitet, im Weg zu stehen. Aber ich kann im Notfall noch eine Runde dranhängen, weil es jetzt fängt es an zu regnen. Also die ersten Regentropfen, Hamilton und Hülkenberg noch in der Box. Leichter Regen in 10 Minuten, so soll der Regen langsam kommen. Wieso hast du Supers... Hä? Ach ne, es ist hart. Das sah jetzt vom Weiten aus wie Supersoft. Ja, oder? Oder war ich jetzt wirklich farbenblind? Oder war das jetzt wirklich... Rosberg ist nur Zweiter. Ja gut, der ist auch noch auf harten Reifen. Wir sollen auf Inters rausfahren. Okay, Inters geht noch. Wo geht das noch? Obwohl man auf der Strecke merkt man, das ist nicht so groß der Unterschied. 2003, das beste Brasilien-Rennen, was ich je gesehen habe. Wer das Rennen kennt, kann das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was da abgegangen ist. Brasilien 2003. Das ist so... Das ist eigentlich ein Brasilien-Rennen, was für die Ewigkeit ist. Es gibt ja wirklich bei Formel 1 und Motorsport da wirklich diese... Rennen für die Ewigkeit. Ja. Daraus hole ich mir immer die Sachen. Wo man dann so ein bisschen noch erzählen kann. Über die Vergangenheit. Also ich rede gerne über die Vergangenheit aus der früheren Formel 1 und versuche immer weniger so ein bisschen auf die aktuellen Themen einzugehen. Ich weiß nicht, was euch lieber ist. Ältere Themen für 2015 mal auszukramen. Oder die aktuelle Formel 1 mal wieder mehr eingehen. Auf die aktuelle Form 1 mal einzugehen. Los, ich die Wand knutschen, dann ist der Reifen ab und vielleicht noch mehr ab. Das war nämlich ganz knapp, was ich da gemacht habe. Also die Bremspunkte, die verlagern sich jetzt eigentlich nicht groß, aber es wird jetzt mal eine etwas gemächlicher Runde, erstmal langsam das Tempo finden. So, 111, ich müsste theoretisch einen ausgeben. Rosberg ist schneller gefahren als ich.
Massa ist langsamer gefahren. 17,5. Es sind nur 6 Zehntel. Safety Car ist ja auch oft der Fall. Das muss man auch dazu sagen. Im Motorrad hatte ich so nicht so viele Safety Cars. Was ich gut finde. Also ein Safety Car sollte wirklich nur dann rauskommen, wenn es wirklich notwendig ist. Gut, ich weiß jetzt nicht, was für Unfälle passiert sind. Uns begegnet sind, ja. Bei mir sind, ich habe schon manchmal auf der Autobahn gedacht, jetzt kracht, sondern es ist doch nicht gerade so eben nicht gekracht. Ja. So, Vierter, wo verliert ihr die Zeit? Ja, im letzten Sektor und im zweiten. Okay, erster Sektor passt. Boah, Mann, ey, Hülkenberg, 8000stel. Weitergekommen. Das ist. Boah. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, mache ich zwei Ones oder mache ich einen One? Also wir haben auf jeden Fall die Zeit für zwei Ones. Das sollte kein Problem darstellen. Okay, also der Regen hat scheinbar nachgelassen. In dieser kurzen Pause von, ich glaube, 7 Minuten sind es. Oder 5. Auf jeden Fall 5 bis 7 Minuten sind da immer Pause dazwischen. Weil für ORF reicht es immer eine Pause, eine Werbung einzuschieben. Also Formel 1 gucke ich schon lange nicht mehr bei RTL. Schon allein wegen den Werbungen. Sondern ich schaue bei Österreich. ORF. Keine Werbung drin. Und Susi Wolf ist die Expertin. Also die aktuelle Testfahrerin bei Williams. Der Ersatzfahrer bei Williams ist ja Adrian Sutil. Nicht verwechseln. Ja. Hier ist sehr, sehr eng fahren. Was ich mir auch einfach wünsche für 2015 ist eine anspruchsvollere Fahrphysik. Die Baumi vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommt. Abwarten. 1.17.7. Ich leg vor. Ricciardo legt nach und ist schneller. 1.17.5, das sind genau im ersten Sektor diese 2 Zehntel, die mir fehlen. Aber auch die erste Kurve war wieder nicht gut. Das schafft auch nicht jeder, ne? Die gleiche Zeit nochmal zu fahren. Ja, der erste Sektor ist der Knackpunkt, ja. Der letzte Sektor passt. Der letzte Sektor passt. Er ist wirklich erster und zweiter Sektor. Aber wo soll ich denn da noch Zeit finden im zweiten? Das ist nur wirklich die schnelle Rätsel, die ich im fünften Gang fahren muss. Das war es eigentlich, sonst fällt mir jetzt bei Schock keine Kurve ein. Natürlich im ersten Sektor, hier diese links, wo ich da zu lange auf dem Curb bin. Dass da natürlich mein Heck instabil wird, ist logisch. Reifen fangen an zu überhitzen. Und noch 5 Minuten. Jetzt muss ich rechnen, wir fahren 1,20. 1,20 mal 2 sind 2,40. 3,60 sind 4 Minuten. Das wird knapp. 1,20. Ich brauche danach. Wenn ich die zu Ende fahre. Und es ist langsamer. Okay. Können wir die Runde abbrechen? Na, vor allen Dingen, der Halt können nur 4000. Das ist ja wieder so ärgerlich am Ende, ja. Der kann aber auch noch mal. Ja, die können alle drei noch schneller. Na gut, ich warte jetzt natürlich mit Absicht. Hammond und Rosberg, die kann ich eigentlich nur vom alle kriegen, wenn ich wirklich dieses Pokerspiel eingehe. Aber es hat auf jeden Fall aufgehört. Oh, zu regnen. Meine Reifen kriegen auch Temperatur. Und DRS ist aktiviert. Weil, oh, das könnte echt der Schachzug jetzt gewesen sein. Von mir. Boah, wenn ich das Bestzeit fahre, dann habe ich noch eine Runde. Ne, das wird nicht reichen. Um noch eine Runde dran zu fahren. Das war. Ah, ich habe da ein bisschen zu lange gezögert. Und es reicht für Fünfter. Oh nein, wenn ich 3 Sekunden oder 4 Sekunden herausgefahren wäre.
Ich habe vergessen, den Akku vom Headset rauszumachen, fällt mir gerade auf. Wie dem auch sei, zwei Rennen gehen noch aus. Drei Punkte hat ein gewisser Herr Lewis mit dem Vorsprung. Und diesen Vorsprung möchte ich jetzt, wenn es geht, zu einem Vorsprung entwickeln für das Abschlussrennen in Abu Dhabi, wo es doppelte Punkte gibt, was es nächste Saison nicht mehr gibt. Yes, yes, yes! Haben an der Kurvenstabilität des Autos gearbeitet. Nein, das funktioniert. Boah, das funktioniert! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist mir durchaus bewusst. So, Brasilien, ich starte leider außen. Aber ich entscheide mich mal gleich für die Linie. Hier ist Hamilton, jetzt bin ich innen. Fette hier sehr langsam außen herum, keine Berührungen und vorbei. Jetzt das kleine Beschleunigungsteil mit dem Red Bull hier. Und dahinter ist Hamilton. Hamilton von 1 auf die 3, beziehungsweise 2, nein, auf die 3 zurückgefallen. Also der Skype war optimal. Ich wollte sofort auf die Innenseite, also gibt sofort quasi den Schlenker nach links gemacht. An Alonso natürlich nach im Rückspiegel. Nicht, dass mir der Fahrer hinter Mann oder dass ich dem Fahrer, der hinter mir gestellt ist, dann auf einmal komplett vor die Linse fahre. Ah, fährt halt die Topspeed nicht. Die zum Beispiel in Hamilton jetzt, also der ist vorbei. Hamilton also hat sich Position 2 wieder zurückerobert. Und das nach einer gefahrenen Runde. Ricciardo auch überholt, Skatziel. Und der will's wissen, der Kollege. Der fährt auf Fett. Und solange kein DS ist, gehe ich mal davon aus, dass es hier glimpflich ausgehen wird. Also die beiden Führenden in der WM jetzt auch ganz vorne bei diesem Rennen. Rosberg ist weit abgeschlagen. Der WM-Dritte. Und dann kommen die beiden Red Bulls. Wir haben eine Gelbphase. Irgendwo ist weiter hinten was im Feld passiert. Zwei Fahrzeuge sind ausgeschieden. Ja, wir kommen auch bald rein. Man sollte nicht im vierten Gang fahren. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum das jetzt nicht so ganz gut ging. Aber warum das Auto ganz leicht wieder über die Vorderachse geschoben hat. Button 1.14.8. Also ich kann hier das Tempo eigentlich der Top-Leute nicht mitgehen. Zum Beispiel Deutschland hat keinen Grand Prix mehr. Was eigentlich sehr, sehr traurig ist, weil Schumacher kommt da, Sebastian Vettel, da kommen so viele Weltmeister und es gibt keinen Deutschland Grand Prix. Das ist eigentlich, ja, Trost und Urteil ist natürlich nicht für die Formel 1, aber das zeigt schon, in welche Richtung eigentlich der Ecclestone mehr sich konzentriert, nämlich auf das Geld. Das gehört nur für den Sport. Was ich noch kontrollieren kann, ist auf jeden Fall, dass den Hamilton hinter mir halten kann. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Auch mit DRS. Hier komme ich immer sehr weit raus, dass ich da nicht abfliege. Das wundert mich auch noch immer so ein bisschen. Hamilton wird richtig ungeduldig und ich hoffe auf keinen Unsafe Release in der Boxengasse, so wie das in Russland der Fall war. USA war knapp davor. Und jetzt sind wir hier in Brasilien, also. Also bis jetzt hatte ich damit kein wirkliches Glück, kein Händchen für sowas. Und Hülkenberg ist auf der 5. Ganz starke Leistung. Das Singapur ist zu diesem Zeitpunkt oben. Das Singapur-Rennen. Sprich, dazwischen ist, glaube ich, noch Japan, Russland und USA. Also ich bin wieder drei Rennen im Vorrat am Aufnehmen. Daher habe ich, glaube ich, noch Abu Dhabi schnell aufnehmen. Dann habe ich das nämlich alles abgearbeitet. So, ich fahre rein. Ich habe mich dazu entschlossen. Und Hamilton fährt auch rein. Und Alter, auf der Bremse holt er nochmal richtig auf. Ricciardo fährt weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, kein Einzel für Lester kommt er gerade. Boah, das ging gut. Hülkenberg muss natürlich weiterfahren. Den zwinge ich quasi jetzt dazu. Ich glaube, die mir beide vor der Räder stehen. Ich bin mal gespannt, ob Colpas das hinbekommt, dass man auch einen Bremsplatten fahrerisch spürt. Also, dass der Fahrer wirklich, oder dass man wirklich das Lenkrad vibrieren sieht. Einfach mehr auf noch kleinere Details zu achten. Apropos F1 2015, ich habe mir die empfohlene Grafikkarte angeguckt. Die empfehlen eine GTX 970. Da sind mir die Haare
stehen geblieben, wo ich das gelesen habe. Denn ich habe nicht mehr diese Grafikkarte drin, aber ich werde sie mir wahrscheinlich in den nächsten Tagen kaufen und einbauen. 2016 ist, glaube ich, für Codemasters dann die Lizenz vorbei. Die haben noch keine Lizenzerhöhung bekommen. Oder Verlängerung, Erhöhung bekommen. Ja, die kriegen Geld dafür. Verlängerung, glaube ich, bekommen. Und ich habe auf den harten Reifen immer mehr Probleme. Boah, ich habe natürlich wieder auf den harten Reifen keine Schnitte. Das haben wir in jedem Rennen eigentlich gehabt. Ricciardo klopft auch schon halb an Hamilton. Ich sage auch mal, fahr mal ein bisschen schneller. Der da vorne fährt zu langsam. Und ich fahre das Auto schon am Limit. Weil jetzt habe ich noch mehr Unterspannung. Sobald ich den harten Reifen drauf hatte am Wochenende, generiert das Auto ein massives Untersteuern. Ja, super. Jetzt könnte Hamilton wirklich vorbei sein. Also in den Achten hochgeschaltet, man hat es gerade gehört. Seite an Seite, die nächste ist eine Rest, die gehört mir. Hier kenne ich schon mal ganz klar die Kampflinie vor. Und er traut sich noch links daneben zu ziehen. Dreikampf. Ricciardo außen. Vorbei. Ich habe noch eine Runde mehr Benzin. Das ist auch absolut kein Thema hier, was ich sehr, sehr positiv finde. Was ich auch positiv finde, wenn sie die beiden hinter mir jetzt noch mal ein bisschen bekriegen. Wer kommt denn da aus der Boxengasse raus? Der kann gleich links bleiben. Eriksson. Der ja jetzt im Sauber fährt. Statt Guido von der Garde. Hatten wir ja auch, oder hat einer auch in den Kommentaren von Singapur-Rennen geschrieben, leicht die Wand berührt oder angekratzt und schon Frontflügel und Reifenschaden. Der Reifenschaden ist realistisch. Das auf jeden Fall. Weil das kann wirklich passieren, aber ob mir, wenn da der Frontflügel bei abfällt, das kann man in Frage stellen. Das konnte man wirklich in Frage stellen bei dem Singapur-Rennen, aber ich möchte diesen Montes auch nicht schlechter reden, als er ist. Weil er ist gut. Siehe Marussia, die in der Anfangszeit einfach das Auto per Computeranimation entwickeln wollten, was ja komplett schief gegangen ist. Deswegen von daher die 1:1 Simulation real und virtuell wird es nie geben. Es sei denn, man hat irgendwann einen super ultra PC, man hat jede Situation schon mal gesehen, man kann jede Situation nachbauen. Dann erst reden wir von einer perfekten Simulation. Und Hamilton, gebe ich da auch Platz zum Überleben, aber hier mache ich dich dann dicht, Herr Kollege. In der Kurve darf man jemanden abdrängen nach außen hin, auf der Geraden nicht. Und wo bin ich? Da bin ich links im Bild hinter dem Ferrari mit der 14. Ja, sofort sieht man sofort links rüber. Und jetzt die erste Kurve. Hamilton jetzt in der Mitte der beiden. Das ist Rosberg links neben mir gewesen. Und jetzt hier links rein neben Sebastian Vettel. Ohne Berührungen. Alles von Start gegangen. Jetzt außen herum. Zwei Weltmeister können das. Der gibt mir auch wirklich nicht. Der gibt mir wirklich keinen Millimeter mehr Platz. Und dann kommt die Linkskurve. Ja, da war ich noch im Track Limits und Hamilton hat richtig verloren dort. Mit 4 Punkten. Was habe ich denn davor gerechnet? Da komme ich auf 7 Punkte. Oder war. Ich habe nur 3 Punkte rückgegangen. Aber die 6 Punkte rückgegangen. Ich muss 6 Punkte rückgegangen gehabt haben. Naja, ist auch egal. Also 4 Punkte, das ist. Bei doppelten Punkten ist das nichts, wo wir da vorne fahren. Heißt es, vor Hamilton ins Ziel zu kommen, das gehe ich voll Abschied. Was kriege ich denn jetzt noch, ey? Was kriege ich denn jetzt noch für ein Angebot? Ich habe doch schon alle geile Angebote, außer die 3 Top-Teams. Ich bin, theoretisch, wenn ich noch die 3 Top-Teams kriege, Ferrari, Mercedes und Ferrari bekomme, dann habe ich von jedem Team ein Angebot bekommen.
Ja, und ich habe zwei Vertragsangebote. Nein! Ein Team fehlt mir dann noch in der Rechnung. Scuderia, Ferrari und Mercedes. Das heißt, ich habe jedes Vertragsangebot bekommen, bis auf Red Bull. Ach, sie möchten mich als Fahrer Nummer 2 im Sonic. Das ist keine Überraschung.